Ja, Bernd, wir freuen uns sehr, dass du bei den Sozialismustagen zu Ostern in Berlin mit Ali Al-Danami und mir über die Frage diskutierst, ready to govern, mit welcher Strategie ins Parlament, was sind da deine Hauptaussagen und wie verändert sich der Ansatz der Linken oder gibt es eine Veränderung aufgrund des Martin-Schulz-Hypes jetzt eigentlich? Es gibt eigentlich keine grundsätzlichen Veränderungen. Natürlich trifft uns Schulz, aber wir bleiben bei unserem Kurs, keinen Regierungswahlkampf zu machen, aber auch keinen reinen Oppositionswahlkampf, sondern einen klaren Wahlkampf mit unseren Inhalten. Aber natürlich dürfen wir den Effekt von Schulz nicht unterschätzen. Das berührt auch die Wählerschaft bei uns, die was durchsetzen will, die will, dass Teile unserer Programmatik Wirklichkeit werden. Und da muss man natürlich viel stärker über Verhältnis Parlamentarismus. Mein Name ist Ali Al-Dailami und ich nehme an den Sozialismustagen teil. Ich bin Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der Partei Die Linke und bin auf dem Podium mit Lucy Redler und Bernd Rixinger zum Thema Ready for Government. Es ist immer eine gute Möglichkeit, dass sich linke Gruppierungen, aber auch linke Aktivisten vernetzen, streiten und gemeinsam dafür kämpfen, eine andere, eine sozialistische Gesellschaft anzugehen. Deshalb würde ich mich freuen, viele von euch dort wiederzusehen.